Here we go. Kleine Einlaufmusik hier. Feuerzeuge. Wo sind die Feuerzeuge? Ey, yo. Zweiter Teil. Here we go. Ich höre mich doppelt, krass. Ich höre mich doppelt, krass. Ich ist aus. Wo kommt das her? Hörst du es? Irgendwo ein Handy an. Okay, wollt ihr nicht in Hochformat oder in Querformat heute? Hm? Das ist Mikrofon. Wollt ihr nicht in Hochformat oder in Querformat heute? Hm? Das ist krass, ja, weil irgendwo ist. Ich bin auf Talk. Bin ich auf Talk? Ja. Ja. Okay. Ich habe kein Internet hier. So, haben wir kleine technische Probleme hier ausgemerzt. Ab geht's, ja? Wer ist ready? Einmal eins, wer ready ist. Einmal eins, wer ready ist, ja? Diagonal? Ja, mag ich auch besser. Komm. Ich rotate und pack das mal so rein. Bats. Das passt so, das ist gut. Und dass wir den Tino auch noch sehen, den Jungen. Hm? Krass, meine Maske läuft an. Nee, du musst es gerade machen. Hochformat, ne? Ja, guck mal. Ja, gut. Gehen wir wieder zurück. So, was geht ab? Party Peoples out there in the fucking building. So, ready für Fragen? Ich bin immer ready, was geht. Also, schieß los mit den Fragen. Oh, einer sagt, das Strip-Shirt sieht mega aus. Ja, wollt ihr mal sehen hier? Guck so, ich hab's extra angezogen für euch, dass ihr seht, was abgeht. Trips, Ditch, yeah. Kaufen. Ich kauf's mir. Ich würd's mir kaufen. Was geht ab? Von wo streamt ihr gerade? Represented mal eure Hood. Brauchen wir ein bisschen Musik im Hintergrund? Hm? Vielleicht so ganz leise, ja. Komm, ich mach an. Okay, Hamburg in the house, Allen City, Hölle. Dicker, okay. Ruhig, einer zur Zeit hier. Im Estland in the house. Stöpsel aus. Das ist krass. Meinst du, das ist Mike? Nee. Ja. Also. Eine Frage, die hier drin ist, und zwar ein bisschen leiser. Letztes Album, kommen denn noch einzelne Tracks nach dem Ding? Nach dem Album, ob einzelne Tracks rauskommen? Aber gute Frage, ja. Guck mal, wir sind ja, das Album ist ja noch nicht mal da. Das Album ist ja noch nicht mal da, erstmal abwarten, bis das Album kommt. Und nicht darüber sprechen so. Und dann danach, also ich habe auf jeden Fall noch gut Tracks rumliegen. Singles kommen natürlich. Ja, natürlich. Da wird bestimmt noch hier und da was, ein kleines Vögelchen freigelassen, doch. Ja, Fragen. Kommst du nach Worms? Natürlich komme ich nach Worms. Okay, ich habe hier eine Frage vom Tim. Würdest du heute noch Rapper werden bei der aktuellen Entwicklung der Szene? Auf Schnelllebigkeit und so weiter. Na klar, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich meine, es geht. Ich liebe Musik. Okay, Stoked fragt, kannst du schon verraten, welche Features auf dem Album sein werden? Soll man verraten, hm? Ein vielleicht. Ein, ja? Der gute Freund. Ja, willst du den verraten? Ja, warum nicht? Der gute Freund. Natürlich, okay, der Toni ist drauf. Ist aber auch krass, Toni war noch nicht auf dem Album. Toni war beim letzten Album Backing Vocals, ne? Ganz viel. Tizzy, ja? Tizzy haben wir erstmal drauf, yeah. Böser Song. Zwei, wenn ihr alle Tizzy-Fans seid. Okay,
Okay, keine Zweien, okay. Yo, Lars, Poster, hey. Lars, Poster ist runtergerutscht. Oh, das coole Poster? Ja, das genau, Poster musst du nachdrehen. Das Poster rutscht die ganze Zeit. Gibt es auch irgendwann mal im Shop, oder? Das Poster, meinst du? Ja, genau, das Poster. Yo, ey, ich hab mich nicht vorbereitet. Ich muss aufs Klo jetzt. Ihr müsst einfach, es müssen eine kleine Minute jetzt ohne mich klarkommen. Doch, ich schwöre, ich muss aufs Klo. Pinkeln muss er, auch mal. So. Gut, dann übernehme ich hier mal. Ja, mach mal. Kann man irgendwo Kunst von Carlo erwerben? Noch nicht. Aber der Junge ist fleißig am Machen. Kommt eine Tour. Ja, wenn es die Situation erlaubt, richtig, in der wir uns alle befinden. Bisschen überfordert hier mit den Fragen, jo. Ich lese es mal hier. Danjo dabei? Nee, Danjo ist nicht dabei. Wie ist das Leben auf Bali? Ist auch runtergeschraubt. Runtergeschraubt. Langsamer, genau wie bei euch. Und natürlich ist das Wetter ein bisschen besser als bei euch, aber ja. Wieder zurück. Schnell ging's. Hast du abgespült? Natürlich. Hände gewaschen? Ja, nein, nee, hab ich nicht. Also Hände waschen. Timo, wer bist du, Bro? Wer bist du, Bro? Jamul ist nicht dabei. Nee, Jamul ist nicht dabei. Stimmt, Bro, den Bruder haben wir vergessen. Kann ich mal anschreiben. Frage von Bettina. Was ist der Unterschied zwischen der 4-Vinyl und dem normalen Album? Zwischen der 4-Vinyl und dem normalen Album? Mhm. Wird eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied geben. Das wird überall dasselbe drauf sein. Ich glaube, dass es anders ein bisschen mehr Art hat oder ein bisschen mehr... Naja, Vinyl klingt halt anders. Und es kann natürlich sein, dass die Vinyl sich leicht unterscheidet von dem Album, kann passieren, eventuell, kommt drauf an, wir sind gerade in der Phase, wo man anfängt zu drucken und wenn mir da auf dem Album irgendwie auf der digitalen Version, wenn mich da was stört, verbessere ich das noch und dann... Und der Sound, Bro. Der Sound ist natürlich krasser auf dem Album. Natürlich wird die Frage gestellt, ist Carpi dabei? Der Bratan. Ja, da sind wir gerade dran, das checken wir aus. Wer will denn überhaupt, dass er dabei ist? Einmal die 1 in die Kommentare, bitte. Okay. Doch, ja, wir sind dran. Menge Einsen. Okay, reicht. Fragen, komm, wir haben nur eine Viertelstunde, Jungs. Niemand. Udo Lindenberg, ja krass, Udo habe ich angefragt, aber er hat abgesagt. Ich fand Udo, fand ich nice. Ich hatte einen Track, der zu Udo gepasst hat. So à la alt und jung, Generation auf 1. Mhm. Aber irgendwie hat er keine Zeit gehabt, der feiert mich, aber wollte, konnte nicht. Und dann, schade, ich fand es schade, Udo hätte ich gerne drauf gehabt. Feier den. Ich glaube, Udo ist wie ich. Udo ist wie du, ja. Udo ist wie ich, Mann. Wahrscheinlich. Ja, doch, er ist wie ich. Sera hat mir Geschichten erzählt von Udo. Auch so von der Attitude-mäßig, yeah, was? Udo ist wie ich. Okay. So, Fragen. Ja, das ist keine Frage. Boah, ich kann kaum was lesen, meine Maske ist beschlagen von innen. So. Hier. Noch Infos zum Merch-Drop. Ja, ich kümmere mich drum. Ich mache ein nices Merch. Es kommt nach und nach. Es wird immer besser eigentlich. Also das Ding ist, Merch-Drops werden gerade immer besser. Qualität gut. Kauft euch auf jeden Fall große Nummern. Also ich trage Doppel XL in dem grauen Shirt. Lars, wo ist das graue Shirt? Lars, einmal bitte. Hier. Check mal. Graues Shirt? Wo ist das graue Shirt? Größe, ah. Nice. Mal reingucken. 3XL sollte man sich holen. Und falls man Text unsicher ist, ne? Dann gute Größe. Rückseite einmal angucken. Ja. Immer so bei Merch immer große Größen holen. Wir wachsen ja alle noch, wir werden immer größer. Verlost du wieder ein Bild von dir? Fragt der Colin K. Diese 10 ja. Drucke. Mhm. Da habe ich übrigens an alle Gewinner, die da gewonnen haben, da habe ich noch eine kleine Überraschung hinten drauf gemacht. Ja, individuell überall. Ja, ich glaube, wir hauen noch mal ein paar Dinge raus. Poster, auch hier gibt es auch ein Poster, sieht man hier. Ich mach ein bisschen mehr, Vielleicht kommt auch was auf dem neuen Ding, was du gerade machst, das Telegram.
groß. Also Telegram gibt es Informationen, die sonst keiner hat. Hm? Ja, ja, ich muss erst einfach mal den Aluhut droppen. Ja, Mann, ja, da gibt es auf jeden Fall mal alles als erstes. Was haben wir hier? Dann haben wir hier Features mit amerikanischen Rappern. Ja, nein. Doch, doch, hab ich, aber nicht auf dem Album. Oh. Das im nächsten Leben. Auf dem. Ja, es bleibt spannend, hä? Kommt Lost Tapes. Das ja, die Lost Tapes, auf jeden Fall, ja. Ich will noch gar nichts verraten von Lost Tapes, aber weißt du, was wir mal machen? Wenn man jeden Tag gefühlt 3 Tracks macht, ja, dann bleiben so viele auf der Strecke, die muss man raushauen irgendwann. Das, Und wie gesagt, Geheimnisse werden hier nicht geteilt, sondern auf Telegram. Also, Jungs, Mädels, rein da! Aber na, mach auch. Also, Snowbean fragt, könntest du dir vorstellen, eine eigene Modemarke zu gründen? Ja, ich hatte ja schon, ich hatte Vio und es war krasser, das hat richtig Bock gemacht, nice Zeit und aber irgendwann habe ich bemerkt, weiß nicht, Fashion Brands einfach nur neu. FOF, Brudi. Ist einfach Boden anfassen. Ja, Boden anfassen, FOF. Also bei uns ist FOF. Ja. Ja, ich, doch, Fashion Brand, doch, ich hab Bock, ich werd, glaube ich, nochmal ein paar nice Pieces, Masterpieces machen. Nicht auf Masse. Jetzt kommt Birthday Cake, fragt, warum der Name Trip? Trapped in Paradise. Trip ist eine Abkürzung für Trapped in Paradise, weil wir sind in Bali. Dann kam Corona, der Roro, Homie Roro, kam reingeschlittert und hat uns so quasi ein bisschen hier eingeloggt. Und dann waren wir gefangen im Paradies, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Deswegen Trip, Trapped in Paradise. Hallo from the Philippines. Hey! Around the corner! Welche Maske gefällt dir besser, Jungle oder Modern? Trinkpause. Ja, kleine Trinkpause. Apfelsonne. Welche Maske mir besser gefällt, die oder die andere? Ja. Gerade die hier, die ich aufhab. Also ich finde die Killer. Warum, nice. Bro? Ich weiß nicht. Die, weil du in der Zukunft bist. Jo, kann ich die Kommentare ausblenden? Du sagst, du nervt ein bisschen, oder? Ja, ich seh mich nicht. Ich würde mich so gerne sehen. Kannst du es runterschieben, oder? Nee. Nee, ich finde die hier gut. Ja, ich mag die. Die ist slicks, schwarz-weiß, wie damals am Anfang. Futuristic, bisschen böse, bisschen ernster. Ich mag die. Die ist nice. Halb Julian sagt, Link zur Telegram-Gruppe. Ey, check mal bei Twitter, da ist, glaube ich, diverse Male hat er was gepostet, den Link zur Telegram-Gruppe. Also, nächste Frage. Warum bist du nach Bali und nicht irgendwo anders hin? Ach, ich glaube, das war einfach nur Schicksal. Ein paar Freunde waren hier als erstes vor mir, haben gemeint, komm mal rum. War da direkt eingeladen in die nicesten Gruppen der Welt und wir hatten Spaß. Leute aus aller Welt waren da und ich habe mich. Das hat sich einfach so ergeben, ja? Hat sich ergeben, hat mich direkt dann da verliebt. Die Sonne scheint jeden Tag, deswegen. Einfach mal aufs Universum hören und dann trägt es einen schon irgendwo hin. Einfach mal. Ich meine, ich hab wie lange in Deutschland verbracht, bis ich 26 war oder so? Reicht auch mal. Einfach mal reisen auch, ne? Ja, mal ein bisschen rumkommen. Also natürlich, wenn's das wieder erlaubt. so, war Verena. Carlo, wie geht's dir? Gut. Aber muss auch mal gefragt werden. Ja, hallo, natürlich. Muss auch mal gefragt werden. Gut. Verena, wie geht's dir? Verena! Gut geht's uns hier drüben. Ja. Doch, kann mich nicht beklagen. Sorry, Verena, wir sehen deinen Kommentar leider, deine Antwort leider nicht, aber gut. Gut, das hatten wir schon. Ich brauche eine Belüftung in der Maske. Ich schwöre, ich brauche irgendeinen kleinen Ventilator. Schlägt mies an. Wirst du eventuell eine Crew-Maske als Merch im Store haben? Oh ja, noch nicht. Jetzt noch nicht. Also ich bin daran, ich mache ja gerade gefühlt alle 2 Wochen eine neue Version von der Maske und verbessere alle Dinger, bis ich irgendwann vielleicht sogar eine kleine Form habe, in der wir Tausende machen können. Dann ja. Oh, aber es gibt hier Atem-Corona-Masken.
ne, Schutzmasken gibt es. In der Box oder was? Ja. Maske, Maskenpflicht, ne? Genau. Da haben wir die Maskenpflicht. Das wird noch bleiben, Bro. Die hab ich erfunden. Lieblingsort in Berlin, Bro? Lieblingsort in Berlin, Funkhaus. Okay, hey, das war's auch schon. Ach, hör doch auf. Komm. Konzert geht los, nö, tschüss. Hör doch auf, das Konzert geht los. Tschüss. Warte mal, viel Spaß, tschüss. Ja.